Servus Leute, zurück zu Let's Play Hex Shards of Fate mit unserem Arena Speed Deck. Wir haben das letzte Mal ziemlich Pech gehabt bei dem und dem Gegner. Einmal, na, gegen den haben wir nichts gezogen. Keine Länder, kein Scherz. Und er hat vor unserem finalen Schlag noch einen Board Wipe bekommen. Und uns dann vernichtet. Ach. Der Ballistikexperte ist ein übler Kerl. Erstens, Zwerge-Roboter sind generell schon ziemlich stark und dann hat er auch Möglichkeiten, viel Schaden zu machen. Bei meinen guten Kreaturen eigentlich. Das ist eine gute Hand. Damit lässt sich leben. Der Burn, um schnell reagieren zu können. Hier, das ist die böse Fähigkeit. Kann aber erst mit Stufe 4 machen. Und mit seiner Fähigkeit machen die auch noch 2 Schaden. Dann müssen wir ihn einfach rechtzeitig fertig klopfen. Rechtzeitig besiegen. Ja, das fängt nicht gut an. Ah, er konnte keinen Artefakt aufsammeln. Sehr gut. Dann den anderen Lightning Elemental. Und zum Angriff. Er blockt. Sehr gut. Oh ja, einer weniger. Ohne, dass ich den Burn nutzen muss. Einer weniger, der in ein Geschoss verwandeln kann. Und das kann er auch nicht in ein Geschoss verwandeln. Weg damit. Oh. Erst den. Dann hier das. Den Anarchisten. Und noch meine Fähigkeit. Jetzt ist er schon fast totgetrampelt worden. 6 noch. Ach, jetzt haben wir sogar den Finisher. Wenn er keinen Board Wipe hat, sieht das schlecht für ihn aus. Okay, er könnte einen verwandeln. Nutzt das, um eine zu zerstören. Okay. Forge of Kadok. In 1, das hört ja gar nicht mehr auf. Und dann kommt noch der. Dem könnte er die Fähigkeit geben. Macht aber nicht. In dem Fall zerstören wir ihn einfach. Und spielen Gorfi. Okay, das brauche ich gar nicht mehr. Trotzdem, sicher. So muss ein Speeddeck verlaufen. So nicht anders. Paladin. Beim Paladin einfach dafür sorgen, dass er schnell weniger Leben hat als wir. Weil dann kann er seine Fähigkeit nicht einsetzen und irgendwelche Kreaturen riesig machen. Na, das geht aber einfacher, wenn wir anfangen. Und nicht er. Ich glaube, 3 Scherz in der Anfangshand ist die beste Möglichkeit. In fast jedem Deck ist das immer gut. Außer man zieht da nur noch Scherz nach. Da bräuchte ich einen Removal. Oder bräuchte ich dringend einen Removal. Oh nein, dieses Viech wird bösartig. Dadurch, dass es Lethal auch noch hat. Gut, gegen Erstschlag bringt es nichts, Lethal zu haben. Dann können wir das machen. Sofort. Der könnte schon +2/+2 der geben. Geil. Spiele ich den? Und vernichte ich das Viech. Da kann ich sogar schon eine Fähigkeit einsetzen. Gut. Um ihn gleich mal runterzuschlagen im Leben. Damit er auch ja nicht noch groß wird. Und seine Fähigkeit ist jetzt useless. Weil die kann er nur einsetzen, wenn er mehr Leben hat als ich. Okay. Und wenn er das nicht schafft, dann Pech gehabt. Dem geben wir Erstschlag und +1 extra Schaden. Und zum Angriff. Hätten wir nicht die Fliege losbekommen, dann
und er hätte sie groß gemacht, dann hätten wir verloren. Würde ich fast so behaupten. Was kann er noch? Kann nicht geblockt werden. Das ist kein Problem. Wir wollen ihn nicht blocken. Wir greifen nämlich an. Er kann die 4-1 blocken. Aber mehr nicht. Und schlägt da nicht mal zu. Das heißt, er kriegt keinen Leech zusammen. So sieht's speedmäßig besser aus als bei der letzten bei Tier 3. So müssen die Gegner laufen. Einfach schnell alles niedermetzeln. Irgendwas, was Widerstand leistet, kann man nämlich entweder wegburnen oder man kann sein Gesicht verkohlen. Wie dem Sniper sein Gesicht. Speed. Gut, Superhand. Und gib mir was Gutes. Irgendeine Drachenpower. Na, Suppressing Fire ist jetzt nicht so wichtig. Aber kann nützlich werden. Je nachdem, wenn er, ob er Kreaturen hat. Zwei können nicht blocken. Oh, da würde ich jetzt gerne einen Burn-Spell bekommen. Leider war es mir nicht vergönnt. Ja gut, es wäre mir wert, wenn es blocken würde. Leider macht er das nicht. War klug von ihm. Weil jetzt kommen solche. Immer größer, immer mächtiger. Okay, das verstehe ich nicht. Ich glaube, die KI kommt noch nicht klar mit so Sachen wie Crush oder Swift Strike. Die kann zwar ganz normal 2-1 und 2-1 rechnen, aber Swift Strike und sowas, nee. Ist nicht so deren Spezialgebiet. Vielleicht habe ich ja nochmal Glück und sie greift nochmal an. Was kann die eigentlich? Swift Strike. Das ist schlecht. Das ist nicht so gut. Oh, wartet. Wartet. Ah nein, das bringt nichts. Ich kann dafür sorgen, dass sie nicht blocken können. Bringt es was? Was bringt denn das? Wenn sie nicht blocken können, dann gehen 5 Schaden durch. Ich kann Crushing Blow noch, dann wird das eine größere Kreatur und es gehen 7 Schaden durch. Ich hatte noch 9. Ich kann die Fähigkeit einsetzen, aber sonst passiert da nicht viel. Den brauche ich nicht so wirklich draußen, weil ich genügend Karten auf der Hand habe, deswegen spiele ich den Regular. Es können ja immer noch die durchkommen. Und dann gibt's extra Schaden. Ahaha, ich hab's befürchtet. Auch Swift Strike. Na gut, jetzt brauche ich irgendwelche guten Karten. Wie zum Beispiel, warte mal, wenn ich töten will. Suppressing Fire, die können nicht blocken. Ich spiele noch einen Arena Regular. Ich spiele einen Blaze Elemental. Ich werde die stärker und ich greife mit den allen an. Oh, das ist super. Ich erwische beide. Das ist gut. Das war überraschend, aber gut. Oh, jetzt kommt ein richtig starker Gegner. Warbot.
Der Warbot. Entweder ich bin schnell genug gegen ihn oder ich bin nicht schnell genug. Irgendwie logisch. Oder ich halte meine Karten zurück. Könnte schnell... Man weiß es nicht. Okay, das ist jetzt... Ja, ist das jetzt schlimm? Ich weiß es gar nicht. Ah, Grace the Room Mage. Oh, what? Ja, das kommt hoffentlich niemals ins Spiel. Ah. Will ich Karten ziehen? Nein. Ich will mehr Schaden schnell machen. Wobei, ja, mehr Schaden schnell ist auch damit möglich. Ich glaube sogar, ich will die Karte lieber auf der Hand behalten. Der Reaktorbot. Zerstöre ich mal liebend gerne. Oh, ich würde gern den spielen. Das war riskant. Dann würde mein anderer hier groß werden. Größer. Komm, mach mal. Risiko. Vielleicht... Ja, hallo? Ich glaube, das ist sogar gut ausgegangen. Wenn ich noch einen Rubin nachziehe, ist es wirklich gut ausgegangen. Ich glaube, dann ist es sogar jetzt schon zu Ende. Wenn ich einen Rubin nachziehe. So. Ja, nicht mit dem Reaktorbot. Wieso ist er? Ach so, ja, durch den Schrein. Ich muss das Gorefest jetzt spielen. Und das ist auch ausreichend. Der wird jetzt die größere blocken. Die KI ist dazu angehalten. Und jetzt kann ich nochmal durch. Boah. Gut, also, erster Fall eingetreten. Ich besiege ihn schneller, als dass er irgendwas machen kann. Drei Versuche für Princess Cori. Das könnte interessant sein. Princess Cori, da habe ich immer den Gedanken gehabt, schnell viele Kreaturen aufs Board bringen. Damit er sie verwandeln kann. Ja, ist in Ordnung. So, schauen wir, was das Glücksrad uns bereitet. Ein weiterer Burn. Gut. Extra Kartenzug. Das Gore-Feast. Das ist sehr gut. Supporting Fire. Und das wird, ja, okay, eine 2-2. Leider ohne spezielle Fähigkeit. So, ich kann... ich könnte das Gore-Feast spielen. Nächsten Zug. Mit dem Lightning Elemental im Schlepptau. Sollte ich das Gore-Feast spielen? Muss nur diesen... Oh, der hat das Maximum am Supporting Fire bekommen. Dreamer Wishen? Was war das? Sie ist schon wieder weg. Oh, sehr gut, hat nichts gespielt. Das könnte fatal enden. Wartet, überlegen. Die werden alle... Die machen 8 Schaden. Und die nächste Runde 11 Schaden. Müsste genau reichen. Außer natürlich, er hat sowas wie einen Counter. Ach, ich habe ja gar nicht bedacht, dass der auch noch groß wird. Hm.
Okay. Easy. Easy. Auf Tier 4 hat er wieder mal, hat das Deck gezeigt, da ist das Speed-Potenzial. Tier 4. Immer noch kein Drache. Wir suchen immer noch diesen einen Ultradrachen, der als Endboss vorkommen kann. So. Schön. Eine neue Karte. Ich wusste gar nicht, dass der eine. Okay. Ushul? Das hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Tablet of Revenant? Einige Artefakte hatte ich, glaube ich, noch nicht. VB13 kann man vergault verkaufen. Gold ist gut. Sonst nichts Besonderes, wie es aussieht. Aber ein paar PvP-Karten. PvE-Karten. Und ordentlich Gold. Ah, jetzt sehe ich's. Wir haben das durch den Eternal Guardian bekommen und das. Wichtiger ist den Legionare. Legionare. Schauen wir mal, ob sich das gelohnt hat. Legionare? Schauen wir mal, wie viel der Gold wert ist. Naja. Hier für Sofortkauf 1000. Heißt, ich kriege ihn für 999 los. Ja. Ja, es war kein Verlust, sagen wir es so. Also, die erste Tier mitzumachen war jetzt nicht so schlecht, kann man damit sagen. Ich habe 4 in der Kollektion, jetzt habe ich wenigstens 4 in der Kollektion. Das passt auch. Na gut, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Versuch.